Nom, 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 nom. Und willkommen zurück zu den Nebelanden hier in den Nebelchroniken, wo wir denn jetzt einmal Feuer an die ganze Sache legen und hier einfach mal alles anzünden, damit auch alles schön abbrennt. Huch, da lang. Wäre eigentlich mal interessant. Ich könnte mir mal so einen Speicherstand holen und mal gucken, wenn ich Feuer an das Ganze lege, wie viel denn da eigentlich abbrennt. Was am Schluss noch existiert. Ich meine, klar, die Grundmauern werden definitiv stehen bleiben. Die sind ja aus Stein. Massivst gebaut. Oh. Kaputt machen wollte ich es eigentlich nicht, aber ist jetzt auch egal. So, hier da so brennt ja alles. Wenn wir den hinteren Teil haben, schauen wir uns das Ganze mal dann von außerhalb an. Da stellen wir uns dann von mir aus halt auch mal da hinten auf den Berg. Auch wenn es Nacht ist, ist auch kein Ding. Dann sehen wir das Ganze auch gleich mal bei Nacht. Okay, hier ist glaube ich nichts Empfindliches, was brennen könnte. In Klammern hoffe ich das. Da siehst du erstmal, wie viel du eigentlich mit dem Feuerzeug anzünden kannst, bevor es kaputt geht, ne? Lustig wäre es, wenn man noch so ein Feuerpfeil, also wenn man den Pfeil anzünden könnte, um einen Feuerpfeil draus zu machen. So, fliegender Wechsel. Ich bringe erstmal alle Klappen an, bevor ich hier wieder irgendwas mache. Hoffentlich diesmal ohne runter zu segeln. Ist nämlich nicht lustig. DE. Ach ja. Ich war heute schon kurz davor, dass ich sage, boah, ich muss zum Arzt. Weil man hört es bestimmt an meiner Stimme in dieser kompletten Aufnahmesession. Die ist nicht gerade in Höchstform. Deshalb mal abwarten. Und vielleicht sogar lecker Tee trinken. Soll bekanntlich helfen, habe ich mal gehört. So, hier haben wir schon überall. Echt jetzt? Okay, dann zünden wir an. Boah, ich habe mir ja mal Dings angeguckt. Wie hieß denn das, dieses Piratenspiel? Pirates of the... Nee. Thieves? Pirate Thieves? Kann ich gerade nicht sagen. Auf jeden Fall das, wo man Schätze und so weiter rauben muss, wo auch ein bisschen PvP dabei ist, wo man das Schiff steuert, die Kanonen und so weiter. Das ist ganz lustig eigentlich, das Spiel. Könnte man sich mal über... Ach komm, wir nehmen den schnellen Weg. Könnte man sich mal überlegen. So, hier ist soweit alles safe. Hier kommt ja dann irgendwann noch ein Durchgang. Und vielleicht so ein kleiner Holzsteg mit einem Pavillon wäre da geil. So als Wintergarten, weißt du? Das wäre, glaube ich, mega. Und es wird dunkel und ich habe sogar ein Bett dabei. Hervorragend, an alles gedacht, der Herr Lautregent. Träumchen, was der jetzt wieder drauf hat hier, nachdem er sich da einen Schluck Cola aus der Hydropulle in den Kopf gekippt hat. So, ich erwarte mir viel. Vor allem an den Schrägen sieht es extrem wenig aus. Obwohl wir da ja echt auch denselben Abstand haben wie auf der Hinterseite quasi. Es kommt ein halber. Ein ganzer. Ich muss mal am besten da drüben aufs Dach. Habe ich Erde mit? Nee. Gucke, das sieht doch noch was aus, Freunde, oder? Wenn jetzt dann oben, also warte mal, dort oben, dann auch noch die Fackeln brennen. Lass ich das Bild jetzt einfach mal wirken, mit der Mucke.
Warte, ich stelle das Bett mal auf. Nur zur Sicherheit. Ja, ich würde sagen, das kann man lassen, hä? Schaut gar nicht mal schlecht aus. Haben wir was Schönes hingekriegt. So, gute Nacht. Guten Morgen. So, hervorragend. Freut mich. Und ein Blob. Und brennende Zombies. Oh, das sind ja nur zwei, schade. Kann ich hier brennen? Oh, das ist aber schlecht. Verbrennen die ganzen schönen Schleimblubbes. Das wäre so eine Mucke gewesen. Die hätte ganz gut gepasst. Jetzt schauen wir mal, dass wir hochkommen und dort die auch noch entzünden. Nom, 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 nom. Komme ich da am besten hoch? Haben wir eine Leiter hingebaut? Ich glaube. Hier davor steht, dann schaut das schon mega mächtig aus. Ich muss mir mal was mit den Fackeln hier am Boden einfallen lassen. Die stehen ja schon seit Äonen hier. Dass die überhaupt noch brennen, wundert mich. Da muss irgendeiner rumlaufen und da Öl reinschütten. Anders kann ich mir das nicht erklären. Huh, ha, hi. Keine Monster. Ja. Da kommt man anscheinend gar nicht hoch. Dann müssen wir uns stacken. Wir haben auch nicht viel zum Stacken, außer nehmen wir das Zeug. So, das sollte auch gegen diesen garstigen Schnee helfen. So. Na, was sag ich? Schneefrei. Oh, da fehlt noch einer. Schneefreies Oberstübchen. Selbst wenn, muss man sich halt mal Schuhe anziehen, wenn man hier hochkommt. So, wo gehe ich jetzt rein hier? Tja, mit dem Aufgang, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich glaube, echt eine Leiter ist da der beste Weg. Was? Ach, das war mein Experiment, ob hier das nochmal abbrennt. Alles klar. Aber da es nicht brennt, würde ich sagen, können wir es so benutzen. So, einmal ein besseres Feuer draus gemacht. Jawohl, ja. So, jetzt will ich doch nochmal einen Blick riskieren. Ich wippe schon wieder die ganze Zeit mit meinem Fuß. Das ist schlimm. Aber irgendwo glaube ich, weil mir persönlich ist es in letzter Zeit, klar, man achtet irgendwann nicht mehr drauf, weil es einfach automatisch passiert. Ich persönlich glaube, dass es stressbedingt. Dass da Stress ein ganz großer Auslösefaktor mit dafür verantwortlich ist. Boah, also das, was ich jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, ich denke, das lassen wir so. Jetzt müssen wir halt noch einmal um die schwarze Bergfeste rum. Mit der ganzen Aktion hier. Aber ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr.
Da ist mein Kopf momentan einfach viel zu Banane dafür. Ich fühle mich wie so ein Meter Kunst draußen, ohne Witz. Hm. Soll ich noch wegbringen? Nom, 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 nom. Einfach mal wieder in die Mine gucken. Haben wir denn Lohn hier? Weil wenn ja, dann können wir da mal eine nach oben schubsen. Nee. Haben wir eine Kiste hier? Ja. Upsi, da sind aber auch keine Lohn drin. Ach ja, für die, die es noch nicht wissen, hier unten ist quasi so die eigene Schmiede. Und das ist die Monsterschlucht, wo Flapsi gerade drin unterwegs ist. Und es sind mal keine Monster da, das glaube ich. Haha, hast du gesehen? Ist gerade eins runtergefallen. Das machen die hier öfters. Und hier wollte ich noch ein bisschen ausheben, damit der Raum noch ein bisschen größer wird. So, und das hier, das geht quasi eine ganze Zeit lang nach hinten. Hier kommen dann auch Maschinen entlang, damit man da mit den Lohnen langfahren kann. Weil, ja, das Ende ist noch nicht in Sicht, ne? Und hier haben wir einen Großteil von den Cobblestones her, die wir gebrannt haben. So, da hinten ist dann das Ende. Also da haben wir schon mal ein Stückchen gemacht. Und hier müssen wir natürlich dann auch noch die Stützbalken mit rein. Und ich bin gespannt, wo wir dann noch überall hinkommen. Ich habe ja schon mal so einen Tunnel genau in dieselbe Richtung eigentlich gebaut, der zu unserem Dorf geführt hatte. Unser Tunnelsystem, da haben wir auch unzählige Materialien rausgeholt. Das waren damals die Zeitrafferfolgen. Das waren noch Zeiten. Junge, Junge, Junge. So. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, da haben wir Erde drin, ne? Da war gar nichts drin. Kommt die Kiste hier weg. Braucht ihr keine Materialien irgendwo verschwenden, Meister? Haben wir noch ein Plätzchen? Wir haben kein Plätzchen mehr. Wir können auch nichts stacken. Na dann. So, jetzt bringe ich trotzdem noch ein bisschen Zeug bringe ich jetzt noch weg. Obwohl, na doch, die Monster-Drops und so. Weil dann weiß ich das nächste Mal gleich, wo ich aufgehört hatte. Die Super-Axt bringen wir auf jeden Fall noch mit weg. Und mal gucken, vielleicht habe ich das nächste Mal die Muße dazu. Ich weiß noch nicht, wann ich die nächste Aufnahmesession machen kann. Wahrscheinlich, versprechen kann ich nichts, wahrscheinlich am Sonntag, damit ich ein bisschen vorproduziere. Weil, wie gesagt, die nächsten Wochenenden, ich komme einfach nicht zu irgendwas. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Muss man alles ein bisschen jetzt berechnen, handhaben und hast du nicht gesehen. So, den Rest nehmen wir mit. Jo, den Rest nehmen wir mit. Zur Not packen wir einfach alles da irgendwo in so eine Kiste mit rein. Die wir jetzt dabei haben und lassen die dann oben auf den Mauern stehen. Bett haben wir mit dabei. Ja, wuff. Hier, guck mal. Fertig, mein Großer. Ja, ein Feiner bist du. Einer meiner treuesten Gefährten seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Gut, Freunde, das war es dann von dieser Aufnahmesession. Hat mich gefreut, dass ihr da wart und dass ihr zugesehen oder zugehört habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr hoffentlich wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin wünsche ich euch wie immer natürlich nur das Beste und verabschiede mich mit einem huidigen Hofknicks. Hochachtungsvoll, der Lordregent.